Hey, meine lieben Bücherwürmer. Ja, ich könnte mir auf die Finger hauen, aber sowas von auf die Finger hauen, denn ich war sündig. Ich habe so gesündigt. Ich habe ja eigentlich in meinem letzten Vlog erzählt, dass ich mein Buchkaufverbot halt ein bisschen weiter ausweiten möchte. Ich meine, ich bin stolz auf mich, dass ich das einen Monat lang geschafft habe. Über einen Monat, also eineinhalb Monate sogar schon. Aber, ja, ich war jetzt in den letzten zwei Tagen ziemlich sündig. Bei mir ist es dann ja so, wenn ich dann Bücher kaufe, dann falle ich in einen richtigen Kaufrausch. Und das ist sehr, sehr böse. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt halt ein paar neue Bücher. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Bücher gekauft. 12 Bücher gekauft und ich habe eigentlich noch 2 Bücher rein, die liegen jetzt aber gerade da hinten. Die blende ich euch am Schluss dann einfach ein. Und zwar fangen wir einfach gleich von vorne an. Ich habe das völlig unsortiert. Naja, ich fange einfach mal an. Und zwar war ich den einen Tag bei uns hier um die Ecke in der kleinen Buchhandlung, sehr gemütliche Buchhandlung. Von mir habe ich da so rausgesucht, weil ich finde diese Jugendabteilung in der Buchhandlung ziemlich gut, auch wenn sie sehr, sehr klein eigentlich ist, aber da sind so viele Bücher, die mich einfach interessieren. Und ich habe, glaube ich, so einen Stapel in der Hand, dann setze ich mich da immer, die haben da so einen Tisch, so einen kleinen roten Tisch mit so 3 Stühlen oder Sätteln eher gesagt, da setze ich mich dann immer hin mit meinen Büchern und gucke halt so ein bisschen durch und sortiere aus, welche ich jetzt nicht mehr haben möchte unbedingt oder was auch immer. Und ich hatte wirklich so ein Stapel und ich musste dann echt aufsortieren und ich habe schon gesagt, okay, egal, heute kaufst du mal wieder Bücher. Und dann habe ich mir 3 rausgesucht. Und zwar eins, was, da musste ich gar nicht lange überlegen, das wollte ich halt unbedingt haben. Und zwar die Bestimmung tödliche Wahrheit von Veronika Roth. Das ist ja der zweite Teil und ich fand den ersten Teil ja so toll und deswegen will ich jetzt eigentlich wissen, wie es mal weitergeht. Vor allem, weil wir den zweiten Film halt auch gerne gucken wollen. Der ist ja auch schon rausgekommen, deswegen, wir wollen den zweiten Film gucken, deswegen muss ich das Buch auflegen. So. Dann habe ich ein Buch, beziehungsweise ich habe 2 Bücher gekauft, wo ich zu Hause dann erst festgestellt habe, oh Gott, die sind ja gerade erst rausgekommen. Also das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass halt so viele tolle neue Bücher neu rausgekommen sind im Mai oder jetzt Anfang Mai, April oder was auch immer. Und zwar habe ich hier eins, das ist von Thorsten Nash, Die Kreuzfahrt mit der Asche meines verdammten Vaters. Das finde ich eigentlich richtig cool, das hört sich richtig, richtig cool an. Das ist halt Junge, wie heißt das? Also Jörn. Jörn, der halt irgendwann sich in den Ferien auf dem Kreuzfahrtschiff wiederfindet. Mit der Asche von seinem Vater, denn er will ihm den letzten Wunsch erfüllen. Und zwar, dass die Asche in seiner Geburtsstadt vergraben wird. Und diese Geburtsstadt ist eben, ich glaube, bei Italien. Ja, unterwegs Richtung Italien. Ja. Ich hab grad keinen Hänger. Genau, er ist halt nicht nur mit der Asche unterwegs, sondern halt mit 10 verschlossenen Briefumschlägen noch. Und ich bin gespannt, auf was für eine Reise er sich da begibt. Das hat sich sehr, sehr interessant angehört. Dann habe ich ich habe neulich auf YouTube von, ich weiß jetzt nicht von wem, von irgendjemand habe ich ein Video gesehen. Ich habe keine Ahnung. Die hat halt auf jeden Fall dieses Buch sehr hoch gelobt. Und nachdem ich das dann jetzt eben in der Buchhandlung gesehen habe, habe ich mir das im Klapptext durchgelesen und habe gesagt, okay, das muss auf jeden Fall mit. Und zwar ist es von Jasmin Wager, mein Herz und andere schwarze Löcher. Und ich möchte euch den Klappentext einfach mal vorlesen, weil das kann ich, glaube ich, gar nicht so in eigenen Worten wiedergeben. Ich küsse ihn. Wir küssen uns. Ich versuche mich nicht zu fragen, ob das nun richtig oder falsch ist. Mein Herz hämmert und ich hoffe, dass mein Herz genauso wird. Ich weiß, dass die Menschen
einander seit tausend Ewigkeiten küssen. Aber jetzt, in diesem Augenblick, fühlt es sich an, als wäre das Küssen ein Geheimnis, das nur Roman und ich kennen. Eine Geschichte über zwei, die den Tod suchen und die Liebe ihres Lebens finden. Gerade dieser letzte Satz, das wird wahrscheinlich wieder so eine richtig herzzerreißende Geschichte. Und momentan steht das total aus mit den herzzerreißenden Geschichten. Und ich bin sehr gespannt. Ja, das war die eine Sache. Dann war ich wieder später auch unterwegs. Und zwar war ich dann bei Heimann. Und Heimann hat ja auch mal, eigentlich immer, also ich habe noch nie einen Tag erlebt, wo ich nicht war, Mängelexemplarkisten. Und deswegen ist es eigentlich so ein Test, vorbeizugehen. Aber das war mir gleich egal. Ich hatte auch eigentlich 5 Bücher in der Hand, aber habe mir dann zwei wieder weggelegt, weil irgendwann wird es auch zu teuer, weil ich auch noch andere gekauft habe. Und zwar habe ich halt gesehen, Lea Kohlen, das dunkle Abendröte. Und ich denke, Moment, dieses Cover erinnert sich doch an irgendwas. Und zwar habe ich schon, ich glaube, das ist schon ein Jahr oder so her, Der Kuss des Morgenlichts gekauft, auch als Mängelexemplar, in der gleichen Kiste. Und ich denke, Moment, das sieht so gleich aus. Und dann habe ich hinten gelesen und dann steht hier Spannung, Magie und Liebe, der zweite Teil der großen Nephilim-Saga von Lea Kohlen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist der zweite Teil davon. Und dann habe ich da auf jeden Fall mit, auch wenn du den ersten noch nicht gelesen hast. Aber egal. Und deswegen habe ich ihn halt eingepackt. Dann habe ich einmal was gesehen, was ich noch gar nicht nirgends so gehört habe oder gesehen habe oder so. Aber ich, nachdem ich dann den Klappentext gelesen habe, hat sich das sehr, sehr gut angehört. Und zwar von Cynthia Hand on Earthly, Dunkle Flammen. Und ich glaube, das ist der erste Teil. Ich wollte es nochmal recherchieren, aber wenn man so im Buch so ein bisschen guckt, war das jetzt denn gewesen? Hier hinten ist halt ein Buch abgedruckt und was steht dann ab dem 1.10.2012 im Handel. Das heißt für mich, wo dieses Buch rausgekommen ist, dass dieses Buch noch nicht draußen war. Ich wollte nochmal recherchieren, vielleicht ist es noch der zweite Teil oder so. Aber das hat sich auch sehr, sehr gut angehört. Also ein Fantasy. Es geht um Engel und ja. Also Nephilim und Engel und ja. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch einen Roman mitgenommen. Einen ziemlich dünnen und kleinen Roman. Und zwar von, oh Gott, wird das ausgesprochen, der Team Bewiesern. No und ich. Da geht es ja, ich lese euch mal noch. Das ist immer sehr schwierig, gerade wenn man Bücher noch nicht gelesen hat, das wiederzugeben. Die Dinge sind, wie sie sind. Wenn wir irgendwann nur noch diese Antwort parat haben, sind wir dann erwachsen. Lou ist hochbegabt und eine Einzelgängerin. Am liebsten beobachtet sie den Menschen und stellt dabei gewagte Theorien auf. Um das zu verstehen, was tagtäglich mit uns geschieht, bis sie auf die 18-jährige Not, die in Paris auf der Straße lebt. Nur mit den dreckigen Klamotten und dem müden Gesicht. Nur deren Einsamkeit die Welt in Frage stellt. Und nun stürzt sich in ihr neues Projekt. Sie will Nur retten und sich und der Welt beweisen, dass sich alles ändern kann. Ja, das ist sich sehr anders. Das ist auch wieder wahrscheinlich eins, wo man danach ziemlich nachdenkt, wahrscheinlich. Wenn man nachdenkt, Bücher finde ich ja, wie gesagt, momentan sehr, sehr gut. Ja, nachdem ich dann in der Gabelkiste fertig war, in der Mängelexemplarkiste, und das fährt schon wieder so schnell mit dem Regen, bin ich natürlich noch reingegangen, und das war ein Fehler. Das war eindeutig ein Fehler. Ich hätte viel, viel mehr noch mitnehmen können, aber ich habe dann 3 Bücher eingepackt. Dieses Buch habe ich auch eigentlich nur eingepackt, das wollte ich bei Rebuy schon bestellen, aber ich finde jeden Teil von diesen 12 Büchern bei Rebuy, den eigentlich auch, aber nicht in der normalen Taschenbuchausgabe. Weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, okay, du kaufst dir das dann eben im Original. Wenn du es zufällig mal in irgendeiner Buchhandlung siehst, weil normalerweise stehen die da gar nicht mehr,
weil nur noch 10, 11 und 12 in der Buchhandlung stehen. Aber House of Night versucht, der sechste Teil stand zufällig im Regal, deswegen habe ich gedacht, okay, dann muss es jetzt sein. Ja, das wollte ich sagen, ist ja auch ein sechster Teil, deswegen, ja. Und dann stand ich bei den Frauenromanen, sag ich jetzt mal, also bei den Young Adult, New Adult, Erotikromanen, die sind ja alle so in einem Regal. Und ich stand da und ich glaube, ich stand da eine halbe Stunde und konnte sie mir entscheiden. Ich habe jetzt zwei mitgenommen. Ich hatte auch als erstes das in der Hand, und zwar von S.T. Stevens, Thoughtless. Erstmals verführt. Ich habe es eigentlich nicht kaufen wollen. Ich meine, es steht auf meiner Wunschliste. Aber ich wollte es eigentlich nicht kaufen. Ich habe nämlich auch hinten einmal reingeguckt. Denn das ist wieder so eine Sache, habe ich bei Afropassion gehabt, das hat meine Mutter bei Shades of Grey gehabt und alles. Und ich will es eigentlich diesmal nicht, deswegen ich warte, solange ich kann, damit ich es lese. Denn Band 2 erscheint Mitte Juni, ist ja schon bald, aber trotzdem, Band 3 erscheint erst Mitte August. Viele kennen das ja, dass sie dann solche Bücher lesen und so, ich kann nicht mehr warten, ich will wissen, wie es weitergeht, das ist immer so ein mega Cliffhanger. Ich weiß natürlich nicht, ob hier auch ist, aber das ist meistens der Fall, deswegen warte ich dann so lange, wie ich kann. Wer weiß, wie lange das wird. Aber ich habe ja noch einen weiteren. Und zwar habe ich von Kay Bromberg Driven verführt genommen. Denn alle anderen Bücher, die ich eigentlich in der Hand hatte, waren immer zweite oder dritte Teile. Und dann habe ich auch gekommen. Nimmst du das, weil das ist nämlich der erste Teil. Und ja, davon habe ich auch sehr viel hier auf YouTube schon gehört und mitgekriegt. Und viele sind davon sehr begeistert und deswegen bin ich einfach mal gespannt. Der Klappentext lässt ja nicht so viel auf sich schließen, weil da eigentlich nur so ein kleiner Dialog abgedruckt ist. Deswegen ich bin einfach mal gespannt. Ja. Dann, ach ja, zwei Büchereibücher. Die liegen, wie gesagt, da hinten. Und zwar habe ich habe den Autor jetzt gerade vergessen, Ringergange Rosen heißt das. Das ist auch so ein Nachdenkroman, sage ich immer dazu, der auch zur Kriegszeit spielt, oder zur Nachkriegszeit, in Hamburg sogar. Und das ist für mich als Hamburgerin natürlich immer so ein extra 5 Jahre das nicht gelesen. Ich blende euch jetzt hier ein. Dann habe ich noch ein zweites von der Bücherei ausgeliehen, und zwar von Nina Blanchard, Der dunkle Kuss der Sterne, weil der liebe Andi von Vivi de Lipo hat dieses Buch so in den Himmel gelobt, und er ist ja allgemein bekannter Nina Blanchard-Fan, und es wäre mein erstes Buch von Nina Blanchard, was ich dann lese. Und dann habe ich gesagt, haben nicht gleich gedacht, wenn das so hoch gelobt wird, deswegen. Das blende ich euch auch jetzt hier ein. Und ja, es ist noch ein weiteres Paket auf dem Weg zu mir. Das habe ich aber nicht selber gekauft. Und zwar hat Schatzi mir das bezahlt. Also ich habe die Bücher ausgesucht und Schatzi hat es bezahlt. Das sind nämlich 9 weitere Bücher. Ich war böse, ganz böse. Die wollte ich eigentlich mit in dieses Video packen, aber wie ihr seht, wir sind jetzt schon bei knapp 15 Minuten. Und ja, deswegen, ich mache dann einfach ein extra Video, mal wieder ein Unpacking. Ich hoffe, das kommt heute noch das Paket, dann kann ich auch gleich heute noch abgehen, aber es hat noch nicht geklingelt. Ja. Was ich euch noch kurz erzählen wollte, wo ich gerade Büchereibücher. Ich bin immer sehr erstaunt, dass ich nur mit 2 Büchereibüchern aus der Bücherei rausgehe. Weil jedes Mal, wenn ich in die Bücherei gehe, muss ich mir immer mindestens 1 Stunde Zeit einplanen. Denn ich gehe in die Abteilung, dann in der Jugendbuchabteilung, da gibt es dann immer so eine schöne rote Couch, egal in welcher Filiale eigentlich. Und da packe ich dann meine Sachen rauf, ziehe meine Jacke aus, packe da auch rauf und alles und stöber auch so die Regale und alles. Und dann habe ich auch irgendwann 2 so eine riesen Stapel.
und setze mich dann auch auf die Couch und lese auch mal so ein paar Seiten an und alles ist in der Bücherei alles immer so möglich. Und deswegen, ich bin jedes Mal erstaunt, dass ich nur 2 Bücher mit rausnehme. Ich versuche auch eigentlich jedes Mal nur 2 Bücher mit rauszunehmen. Meistens lese ich davon sogar nur 1 und bringe die dann beide wieder zurück, weil ich ja auch meinen Sub aber abarbeiten möchte. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl zu wissen, man kann so viele verschiedene Bücher noch lesen, ohne dafür zu bezahlen in dem Sinne. Ich bezahle ja nur einmal im Jahr 15 Euro und das ist ja nichts eigentlich. Das sind 50 Cent, das sind 1 Euro ungefähr im Monat. Das ist nichts in dem Sinne und deswegen. Aber das dazu und ich sag jetzt auf Wiedersehen, weil das Video wird so schon lang genug sein. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich habe noch was vergessen. Ich so toll. Und zwar habe ich ja noch 3 weitere Bücher hier. Ich war ja noch in einem dritten Geschäft. Und zwar war ich in dem Geschäft von Aktion Hamburg. Das Video dazu verlinken wir euch mal unten in der Infobox. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Hier in Hamburg ist das nämlich eine ganz tolle Aktion. Da gibt es ja immer Bücher von 2 bis 4 Euro und ich habe 3 Bücher für jeweils 2 Euro gekriegt. War ich auch sehr froh drüber und zwar von Lindsay Sands Verliebt in ein Vampir. Diese Bücher habe ich schon ganz viel gesehen, da gibt es ja ganz viele von. Und ich war der Meinung, dass das der erste Teil ist, aber leider ist es der zweite Teil. Egal, dann muss ich mir den ersten Teil eben irgendwann mal kaufen. Ich habe heute nämlich mal geguckt. Und ich bin auf ein Wort gekommen. Es gibt ja 22 Teile oder so davon. Was soll ich die denn alle lesen? Was soll ich die denn alle kaufen vor allem? Naja, ich werde damit einfach anfangen. Ich tue mir irgendwann den ersten Teil und dann habe ich schon mal 2 und damit fange ich dann einfach an. Denn ich habe eigentlich, hätte ich gewusst, dass es 22 Teile sind, hätte ich das wahrscheinlich erstmal nicht mitgenommen. Denn ich habe mir 2 Anfangsbücher mitgenommen, wo ich lange, lange überlegt habe, ob ich sie wirklich lesen möchte oder nicht. Also auch schon vorher, Wochen vorher überlegt habe. Und zwar geht es um die Black Dagger-Reihe von J.R. Ward. Und zwar war ganz zufällig Teil 1 und Teil 2, nämlich da, in einem sehr, sehr guten Zustand sogar. Deswegen, und da gibt es ja auch schon, weiß nicht wie viele Teile, auch schon unendlich viele Teile. Deswegen wollte ich eigentlich mit 2 so eine mega lange Reihe anfangen. Naja, diese Bücher habe ich wie gesagt vergessen. Tschüss!